Ganz persönlich finde ich die ETD immer ein Volksfest. Einerseits, weil man viele Leute kennenlernt, aber auch alte Bekannte trifft. Also man kann auch so Kontakte knüpfen, darauf hoffen, dass man vielleicht irgendwann mit irgendjemandem in Kontakt kommen kann und etwas Gemeinsames also gestalten kann. Hier kann man wirklich eine Multikulturalität erleben. Dann die Deutschlehrer, Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, die halten irgendwie zusammen und man unterstützt sich gegenseitig. Also es fällt einem schwer, wirklich also sich die Rosinen rauszupicken von dem all, was hier also angeboten wird. Leute aus der ganzen Welt zu treffen, kennenzulernen, mich mit denen auszutauschen, das war der Gipfel hier von dieser Tagung. Ich habe auch an einigen Vorträgen und auch an einigen Workshops teilgenommen, zum Beispiel Musik im DAF-Unterricht und auch Deutschunterricht, also mit Großgruppen, weil ich also in Marokko auch oft mit überfüllten Klassen zu tun habe. Zum Beispiel heute hatten wir eine Sektion Deutsch für Kinder und Jugendliche. Wie kann man Kinder im Deutschunterricht aufmerksamer machen? Was für Strategien es gibt, was für Materialien es gibt, nicht? Um ganz früh schon im Kindergarten mit Deutsch als Fremdsprache zu beginnen. Und ich finde zum Beispiel heute wichtig, dass man auch Musik in den Fremdsprachenunterricht einsetzt. Es gab da eine Sektion, wo es also den Deutschunterricht mit Schülern mit heterogenen Niveaus, und das ist ein Fall, dass man wirklich in Senegal findet, wo wir also in derselben Klasse Schüler haben, die unterschiedliche Niveaus sind. Mich hat am meisten bei der EDT inspiriert, wie die Kollegen mit Comics und Literatur arbeiten. Ich will auch solche Projekte in der Schule leiten. Super!